Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Aszendenten, herzlich willkommen zu Teil 2 eures Jahreshoroskops. Jetzt schauen wir uns an, wann ihr besonders schöne Zeiten mit den Liebesplaneten Venus und Mars habt, aber auch wann es kritische Zeiten für die Liebe gibt. Außerdem gehe ich näher auf die Tendenzen im Januar ein. Und mit den Monatshoroskopen geht es dann im Februar wieder weiter. Aber auf eure Top-Tage im Januar müsst ihr nicht verzichten, die zeige ich euch in einem Extra-Video. Bevor wir anfangen, habe ich noch etwas ganz Besonderes für euch. Mein Jahreshoroskop 2018 gibt es nun auch als Buch. Darin findet ihr das gesamte Jahreshoroskop mit allen Sternzeichen und der kosmischen Schwingung Teil 1 und Teil 2 mit sämtlichen Zahlen und Daten zum Nachschlagen und Nachlesen. Ihr könnt es als Buch bestellen oder auch als E-Book, um es auf eurem Tablet oder Smartphone zu lesen. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr das Buch zahlreich bestellen würdet, denn damit unterstützt ihr meine Arbeit an den Videohoroskopen und natürlich an diesem Jahreshoroskop. Es kostet als Buch 19,99 Euro und die E-Book-Ausgabe erhaltet ihr für 14,99 Euro. Ihr könnt es ab sofort bestellen und alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage oder hier auf der Infokarte und natürlich auch in der Videobeschreibung. Und ich habe auch wieder eine Verlosung für euch, also bleibt dran bis zum Ende des Videos. Und jetzt schauen wir in eure Sterne. Zu Beginn des Jahres und noch bis zum 26. Januar steht der Mars im Skorpion in Spannung zur Löwesonne und das Ganze hier aus dem Sonnenhaus der Familie. Es kann also zu Konflikten und Scharmützeln mit Familienmitgliedern kommen, vielleicht wegen Haushaltsfragen oder weil sich jemand daneben benimmt. Der Aspekt zeigt, dass ihr die Dinge persönlich nehmt und ungewöhnlich gereizt reagiert. Und weil der Jupiter noch mit dabei steht, kann man auch dann manchmal so ein bisschen rechtshaberisch sein. Und das gilt besonders für die zweite und dritte Dekade. Versucht einfach, den Druck da ein bisschen herauszunehmen. Die Phase ist ja bald vorbei. Der Neumond am 17. Januar ist ideal, um nochmal über eure guten Vorsätze fürs neue Jahr nachzudenken. Wollt ihr euch von einer schlechten Gewohnheit verabschieden oder etwas an eurem Arbeitsplatz ändern? Wollt ihr mehr für eure Gesundheit tun? Da solltet ihr euch ein gutes Ziel setzen. Vom 18. Januar bis zum 10. Februar läuft die Venus durch euer Partnerhaus, durch den Wassermann. Und während dieser Zeit ereignet sich dann am 31. Januar eine totale Mondfinsternis. Und das genau bei euch auf der Beziehungsachse. Das verspricht erstmal eine sehr schöne und gesellige Zeit für euch und außerdem super Chancen für Singles, jemanden kennenzulernen. Es kann jedoch auch einen sehr emotionalen Moment anzeigen, wenn sich jemand ausgeschlossen fühlt. Achtet bei Einladungen und gesellschaftlichen Anlässen darauf, dass ihr an alle Freunde und Beteiligten denkt. Die Venus wird am absteigenden Mondknoten stehen. Das kann auch einen Konflikt mit einer vergangenen Liebe bedeuten, für die man noch etwas empfindet, wo es aber im jetzigen Leben nicht mehr passt. Das ist eine Zeit, in der viele karmische Begegnungen möglich sind. Doch passt darauf auf, dass bestehende Beziehungen nicht gefährdet werden. Die Mondfinsternis wirkt noch bis zu 3 Monate nachher. Wenn sich also jemand auf den Schlips getreten fühlt, kann es eine Weile dauern, bis wieder Harmonie herrscht. Vom 7. bis zum 30. März habt ihr dann die Venus aus dem Widder heraus in einem wunderschönen Aspekt zu eurer Sonne. In dieser Zeit könnt ihr der Liebe auf Reisen begegnen oder auch, wenn ihr für eine Fortbildung unterwegs seid. Eventuell müsst ihr mit jemandem, den ihr neu kennenlernt, Geduld haben, weil die Venus wird während dieser Zeit auch ein paar harte Aspekte zu den Steinbockplaneten bilden. Und da sind dann vielleicht auch Verliebte ein bisschen schwierig, aber es betrifft ja nicht eure Löwesonne direkt. Vielleicht habt ihr in dieser Zeit auch Lust auf einen schönen Skiurlaub oder ihr könnt euch einen Trip in die Sonne leisten. Am 15. Mai beginnt eine Phase, in der sich Löwe-Damen auf witzige und interessante Verehrer freuen dürfen, denn dann geht der Mars in den Wassermann und damit in euer Partnerhaus. Und das wird prickeln und knistern nach dem Motto, was sich liebt, das neckt sich. Aber macht euch schon mal darauf gefasst, dass was so harmlos und prickelnd anfängt, sich zu einem Drama entwickeln kann. Zunächst läuft aber alles super, vor allem vom 13. Juni bis zum 10. Juli, weil dann auch die Venus durch euer Zeichen läuft und das bringt euch natürlich eine ganz umwerfende Ausstrahlung. Vom 16. bis 22. Juni werden Venus und Mars
mit dem Mondknoten genau bei euch auf der Beziehungsachse stehen. Das ist eine Hammerkonstellation für Begegnungen, vor allem wenn ihr Solo seid, dann solltet ihr euch diese Zeit im Kalender anstreichen. Doch dann wird am 26. Juni der Mars rückläufig und das Drama nimmt seinen Lauf. Er aktiviert dabei nämlich den absteigenden Mondknoten und das ist der Punkt der Vergangenheit und des Karmas. Das kann zum Beispiel anzeigen, dass Gefühle oder auch Menschen aus der Vergangenheit auftauchen und euch in der Liebe dazwischen funken. Der Hammer ist, dass wir währenddessen auch noch eine totale Mondfinsternis haben, nämlich am 27. Juli und das wieder bei euch auf der Beziehungsachse. Wenn ihr da nicht aufpasst, kann es zu einem emotionalen Konflikt kommen und eine vielversprechende Liebesgeschichte kann zerbrechen, bevor sie richtig angefangen hat. Anfang August geht ja dann auch noch die wilde Lilith in den Wassermann und verbindet sich dort mit Mars und das Ganze in Spannung zu Überraschungsplanet Uranus und zu eurer Sonne. Dann kann der Liebesblitz einschlagen. Das ist natürlich super, wenn ihr frei und ungebunden seid. Schwieriger wird es, wenn ihr euch in eine solche Affäre aus irgendwelchen Gründen eigentlich gar nicht einlassen könnt. Sei es, weil ihr schon in einer festen Beziehung seid oder sei es, dass ihr eure Kräfte woanders braucht. Denn diese Konstellation kann dafür sorgen, dass man jede Vorsicht außer Acht lässt, um sich in eine leidenschaftliche Affäre zu stürzen. Ab dem 13. August könnt ihr dann erstmal durchschnaufen und euch zurücklehnen, um wieder klarer zu sehen, denn dann verlässt der Mars euer Partnerhaus und geht zurück in den Steinbock. Er wird dann am 27. August wieder direktläufig und geht dann am 11. September und bis zum 15. November nochmal im Vorwärtsgang durch euer Partnerhaus. Das kann eine Liebesgeschichte, die stecken geblieben war, wieder in Gang bringen. Aber Ruhe kehrt dann immer noch nicht ein, denn dann zeigt die Venus an, dass sich da eventuell auch noch weibliche Figuren einmischen. Die steht ja hier im Skorpion in Spannung zur Löwesonne und sie wird dann ab dem 5. Oktober rückläufig und das kann bedeuten, dass es nochmal eine Wendung in der Liebe geben kann. Vielleicht, weil eine Verflossene eures Partners oder Liebhabers auftaucht, die euch Schwierigkeiten macht. Es wird also ein glühend heißer Liebessommer für euch, der in einen ebenso hitzigen Herbst übergeht, verbunden mit fantastischen Chancen, aufregende Liebesromanzen zu erleben, aber eben auch mit Risiken ins Gefühlschaos zu stürzen. Das müsst ihr dann so ein bisschen selber entscheiden, ob ihr da Lust drauf habt oder ob ihr lieber Vorsicht walten lassen wollt. Das hängt auch sehr davon ab, in welcher Lebensphase ihr euch gerade befindet. Wie immer stehe ich euch natürlich mit einer persönlichen Beratung zur Seite, wenn ihr wirklich in einen Liebessturm hineingeratet. Denkt immer daran, dass Jupiter ein Happy End anzeigt, denn er wird euch ab dem 8. November zur Seite stehen, nämlich hier im Zeichen Schütze und in einem super Aspekt zur Löwesonne. Und dann kann sich für viele Löwen herausstellen, dass alles letztendlich zu einem guten Ende führt. Selbst wenn sich die Wege zwischen euch und jemandem, den ihr im Sommer kennengelernt habt, wieder trennen, wird sich dann wahrscheinlich herausstellen, dass diese Begegnung für euer Leben sehr wichtig war und dass ihr allen Grund habt, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Das waren eure Highlights und die kritischen Phasen des Jahres 2018. Wenn ihr eine persönliche Horoskopberatung bei mir buchen wollt, seid ihr herzlich willkommen. Am besten ihr bucht direkt über meine Homepage oder ihr ruft auf meinem Kundentelefon an. Alle Infos dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier im Bild. Und hier nochmal eine kleine Erinnerung an meine nächsten Webinare. Am Freitag, den 12. Januar, gibt es den Online-Workshop Saturn-Probleme heilen, wie ihr den Saturn-Transit durch den Steinbock erfolgreich und gesund meistert. Und eine Woche später leuchten dann wieder Antonias Sterne im Webinar. Maximal 12 Teilnehmer in einer kleinen Gruppe und jeder kann mir eine spezifische Frage stellen. Und das ist dann am Freitag, den 19. Januar um 17 Uhr. Bei der Verlosung gibt es wieder 15 Minuten Beratung zu gewinnen, wenn ihr mir hier auf YouTube einen interessanten und konstruktiven Kommentar postet und indem ihr meinen Kanal abonniert. Einfach hier klicken und schon seid ihr bei der Verlosung dabei. Natürlich möchte ich euch auch meine anderen Video-Specials empfehlen, zum Beispiel über Saturn im Steinbock, Lilith im Steinbock und den Mondknoten im Löwen. Die sind hier eingeblendet. Nun wünsche ich euch viel Spaß mit den Liebessternen im neuen Jahr und alles Gute mit den Sternen.